Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider Anniversary Edition. Ja, was da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Bisschen komisch im Hals, oder? Ja, jetzt gehen wir da rüber. Diesmal machen wir das auch. Und fehlen nicht. Wollten wir das Artefakt noch holen? Ach, verdammt, das Artefakt, nein. Yay, sie wirft schon ihren Endhaken nicht. Das geht gut los. Super Start. Aber wir lassen uns davon nicht aufhalten. Warum kann man die Shotgun eigentlich nicht nachladen? Das Ding hat momentan 2 Schuss übrig. Ich würde gerne, ja, nachladen einfach halt. Ich glaube, ich muss ein bisschen drehen. Nicht so weit. So ist gut. Und hopp. Ihr seht da auch, was ich sehe. Wenn du dich jetzt nicht festhältst, Lara, ne? Ach, das ist noch Mundi. Oder? Was ist das? Ach? Sowas kann man finden? Die ist auf jeden Fall schöner. Die sind aber sowas von schöner. 50er Kaliber. Schönes Zeug. Ich werde. Also, ich kann den nicht nach. Hä? Wartet. Theoretisch müsste ich ja einfach nur. Ja, wo? Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass sich Lara da noch festhält. Okay, unten kann ich mich festhalten. Okay, das geht. So, hier ist jetzt eine Schräge. Sehr gut. Sehr gut. Wo immer ich jetzt hier hin? Muss ich das? Theoretisch. Good job, Lara. Good job. Ich weiß jetzt nicht, was das bitte war. Ich dachte, ich kann dann da drüben an den Spalt springen, wo ich theoretisch auch hingemusst hätte. Nö, kann ich nicht. Es ist ja eins der längsten Level hier aus dem einfachen Grund, weil wenn man failt, das zu springen, muss man wieder so ziemlich ganz zurück. Ja, ich weiß, ich könnte es auch einfach zum Kontrollpunkt, aber ich wüsste nicht, ob ich dann die neuen Waffen noch habe. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal, weil dann müsste ich wieder hinterklettern. Ich weiß nämlich auch nicht, ob ich hier irgendwie woanders vielleicht einen kürzeren Weg nach oben bin, so ein Shortcut oder sowas. Ist mir bis jetzt noch nichts aufgefallen. Los, schneller, Lara. Zurück E-Spam hier in dem Spiel. Wissen wir aber zumindest mal, wo wir nicht hinspringen dürfen. Wir. Sehr gut, Lara. Das ist immer so richtig komisch, wenn sie so. Naja, wie soll ich sagen? Ihr wisst, was ich meine. Kann ich von hier oben vielleicht einfach dazu. Das. Okay, das war ja egal. Ich meine, soweit sind wir ja auch vorhin gekommen. Genau. So, und jetzt müssen wir da drauf. Das hat ja hier das letzte Mal nicht so funktioniert, wie wir das wollten. Na, gucken wir mal. Erstmal runter hier. Bestenfalls fällst du noch runter, Lara. Ich meine, ja, okay, es geht natürlich einfach so, warum auch immer man dann bis darüber klettern kann.
Ist für mich logisch nicht nachvollziehbar. Und nu? Hier hin? Und dann da reinspringen, oder wie? Yay! Und Muni gleich für den Waffen. Die ich nicht brauche, weil ich zu viel habe. Werde gleich kommt irgendwas. Kann man die neuen Waffen gleich mal ausprobieren. Was ist denn das für ein dumpfer Unterton da gerade, ey? Ist extrem. Was wäre passiert, wenn ich in die A-Richtung gegangen wäre? Ich höre Fledermäuse. Sweet shit, ey. Schön, wenn ich erfolgreich war. Ich will jetzt nicht sagen, aber ich kenne das Level. Kann ich mir was Cooles nämlich zeigen? Da dreht ich einfach. Weich nicht aus, sondern dreht ich einfach nur um, Lara. Nehmen wir mal jetzt den großen. Boah, ey, ich weiß nicht, was das gerade. Hashtag Frame-Einbruch. Warum auch immer. Ja, ich kenne das ein bisschen. Und zwar weiß ich nämlich, was passiert, wenn ich mich auf die goldene Hand stelle. Naja, auf die Hand. Auf die goldene Hand. Ich würde aber gern. Ich bräuchte aber einen Speicherpunkt vorher. Kann ich einfach speichern? Weil ich dann 15 nochmal draus. Kann ich das nämlich zeigen. Hashtag die Hand des Mi, dass der alles zu Gold macht. Voll cool, ne? Ergo drauflaufen ist nicht eine. Halt. Ist nicht so unbedingt die beste Idee. Wir laden einfach den Spielstand, muss gegen die Viecher nicht nochmal kämpfen. Ja, oder auch nicht, ne? Speichert also beim letzten Kontrollpunkt. Wie geil. Also die Dinger sind extrem stark. Ich frage mich, warum ich überhaupt ausweiche. Scheint ja doch nicht viel zu bringen. War hier nicht irgendwo noch ein dritter? Ah, da. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob was ich in dem Level jetzt machen muss, weil da ist so ein Goldbarren schon da drin. Das heißt, ich muss wahrscheinlich die anderen Lücken alle mit Goldbarren füllen. Ergo, erstmal rausfinden, wo finde ich Goldbarren? Da nicht. Gibt es irgendwas außer dieses komische Tor? Nö. Ich würde das Gold auch gerne mitnehmen, einfach. Ein bisschen Geld, wisst ihr? Achso, hier. Hab schon gesucht, wo ist denn jetzt irgendwas zum Hochklettern? Ich weiß jetzt nicht, ob hinter mir irgendwas ist.
Scheinbar nicht. Schrotflintenmunition. Geht damit jetzt das Tor auf? Nein, nicht ganz. Ich möchte mich hier drum, hier oben trotzdem erstmal umsehen. Weil vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was wichtig sein könnte. Tja, könnte, ja. Nope, auf der Seite gibt es nichts. Nichts. Und hier auch nicht, aber da hinten kann man irgendwie hin auf jeden Fall. Und ich glaube nicht, dass das Schreckdach da involviert ist. Okay, die Hand vergoldet mich schon mal nicht, gut zu wissen. Hui. Naja, Kontrollpunkt. Hey, da ist was Wichtiges. Da geht's hoch. Wo geht's da hoch? Die Waffen sind echt stark. Voll OP. Okay, da oben ist ein Seil. Also leider, man könnte sich jetzt zum Beispiel hier einfach hochziehen an den Dinger und könnte sich dann den Silberbarren oder Bleibarren oder was auch immer das sein soll, schnappen. Ja, die muss ich nämlich vor Gold. Ja. Wo geht's hier hin? Will ich da überhaupt hin? Ah ja, stimmt, da gab es noch ein unteres Level, hat man ja da durch. Oh, Schande. Treppen scheinen ein gutes Manöver zu sein, um den Viechern zu entkommen. An der Stelle war jetzt gerade ganz schlecht mit nach hinten ausweichen, da war nämlich nur Wand. Bam! Cool, kaputt machen. Die Baustelle hier wurde auch nie abgeschlossen. Das Ding hätte man noch mal reparieren können. Das war ja einfacher, als ich gedacht hätte. Bleibbar. Nice. Das heißt, bleibbare Nummer 1 gefunden. Was ich komisch finde, man hat diesen Pierre oder wie ich vergessen, wie er heißt. Ich glaube, Pierre hieß er. Schon ewig nicht mehr gesehen. Oder auch gehört. Das heißt, ja, ich könnte man dem mal wieder zeigen. Ach du Schande. Hat ja von einem Sandsturm gewütet. Das heißt, ich kann jetzt wieder hoch und kann da oben jetzt noch was holen. Kurze Frage, gibt es eigentlich Artefakte hier drin, die ich nicht finden werde, definitiv? Ein Artefakt, zwei Relikte, okay. gucken wir mal, ob hier oben. Ja gut. Hier scheine ich auch lang zu müssen. Okay, man kann hier schon mal hoch. Stark nach Klettern aus. Da will ich doch gar nicht hin. Da! Lara! Da will ich nicht hin. Ich möchte hier hoch. Dann möchte ich da hoch. Dann möchte ich hier lang. So. Ich weiß nicht.
Lara, hältst du dich jetzt auch daran fest? Ja, tust du. Mensch, Lara. Bin ja schon fast so was wie begeistert. So, now is the question. Wo muss ich hin? Ohne Spaß jetzt. Wo muss ich hin? Da drüben ist eine Schräge. Rutsche ich ab. Die können theoretisch auch so gegen die Säule dazu springen, weil da sieht. Weil das nicht stark. Lara. Weil das. Ich drück schon eine halbe Stunde kein E mehr. Warum zur Hölle? Das ist unmöglich. Jetzt. Ich probiere einfach mal dagegen die Säule zu springen, weil da sieht so aus, als würde es da, würde man sich da eventuell dran festhalten. Ja, kann man. Cool. Ich glaube, ich muss nach oben. Oh. Puh, was ein Glück, Kontrollpunkt, ey. Ich will, wollte das nicht noch einmal alles machen. Selbst wenn die jetzt da auf die Schräge, obwohl doch, das könnte ich machen. Aha, jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Ah ja. Gerade durch die Textur gepackt. Kann ich irgendwie meinen letzten Kontrollpunkt laden? Ich kann von da oben bestimmt runterspringen und tauche dann. Ey, for real. Lass mich ran, ich krieg jetzt hier einen neuen Kontrollpunkt. Das heißt, ich kann mich hier nicht umbringen. Siehst du? Wie genial. Aber das habt ihr auch gesehen. Ich bin da voll durch die Textur durchgepackt vom Boden. Ja, laufen. Wäre eine Option. Ich muss erstmal justieren, wo sie hinspringen soll. Ja, doch, lass da hinspringen. So, jetzt kriege ich auch mal den Kontrollpunkt wieder, ja? Ja, tue ich, okay. Gut. Das ist schon mal nicht komplett schlecht. So, Lara, und jetzt bitte ordentlich einmal. So, bin ich jetzt hier? Richtig, ja, genau. Ich wette, ich fail. Oh mein Gott, war das knapp! Mensch, ich habe meine richtige Taste gedrückt. Ich bin begeistert von mir selbst. Frage ist nur, was soll ich jetzt von hier aus machen? Ah, okay. Einfach wahrscheinlich nur da runterspringen. Weil ich ja da unten noch nicht war. Ja, stirb fast dran. So.
Easy. Ist hier noch mehr? Medipack. Kann die Musik mal bitte aufhören? So, dann haben wir die erste Tür, also die zweite Tür eigentlich schon wieder geöffnet. Und ja, wartet mal kurz. Wir können jetzt erstmal hier Bleiwaren noch benutzen. Und das ist ein Goldbarren. Mensch, sowas hätte ich auch ganz zu Hause, dass alles vergolden kann. Super. Okay, das war's dann halt auch schon wieder mit der Folge. Morgen kommt ja noch eine Folge und dann ist wahrscheinlich erstmal 2 Wochen Pause. Oder ich nehme noch ein bisschen was vorher auf, ich weiß es noch nicht. Weil, ja, ich bin selber im Urlaub. Also, ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!